Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 10 Box von Enorm. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 10 von Enorm, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, anlässlich des 10-jährigen Bandjubiläums haben wir hier die Box 10, passenderweise hier der Albumtitel. Ja, wir haben hier eine schwarze Metallbox, die kommt ja mit so einem silbernen Rahmen auf dem Deckel. Und wir haben hier auch den Bandnamen aufgedruckt. Enorm Berlin lesen wir hier. Darunter so 10 aufgezeichnet, also so 5, wobei der fünfte Strich dann durchgestrichen ist, wie man das kennt, wenn man zum Beispiel so Sachen zählt oder so. Und dann haben wir hier noch passend zur Heimatstadt der Jungs einmal hier diese Kutsche mit den Pferden, das kennt man vielleicht vom Brandenburger Tor. 4 Sterne und links und rechts dann noch so eine Flügeloptik. Ja, ansonsten rundum hier alles in Schwarz gehalten. Die Box ist auf 333 Stück limitiert. Und auf der Rückseite haben wir auch noch einen Sticker. Und zwar, hier kommen wir schon zur Limitierung, ist das Ganze nicht nur limitiert, sondern auch durchnummeriert. Also meine Box, wir lesen es hier, ist Nummer 145. Enorm Limited Box Set. Dann haben wir hier den Inhalt aufgelistet, das Album 10, die Fahne 150x100 cm, eine DVD live in Troggau, eine Band-Doku, eine Crew-Doku, Button-Set, Autogrammkarte und Aufkleber. Darunter gibt es noch einen Barcode und das Ganze ist erschienen über Sunny Bastards. Dann haben wir noch die Beteiligten, die Logos, die Labels. Und ja, dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. So, der Boxdeckel geht auf. Und da kommen wir zum Inhalt. Wir haben einmal hier die Fahne. Dann das Buttonset. Wie wir sehen können, besteht das aus 3 Buttons. Einmal, zweimal, dreimal. Dann haben wir natürlich das Album an sich. 10. Einen Sticker. Na? So, der Sticker im Hochformat, eine unterschriebene Autogrammkarte und das Album, nein, die DVD. Ja, genau. Gut, von innen die Box in Silber, machen wir mal wieder zu, packen wir zur Seite und dann schauen wir mal. Also, bis auf die Fahne ist hier nichts weiter in Folie, bedeutet, wir holen die hier mal raus. Ist da echt eng zusammengepresst worden. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. 10 Enorm, also vom Design her 1:1 wie das auf der Box, nur eben hier in Gold. Hoppala. Da fällt mir gleich alles aus der Hand, inklusive Booklet. Ja, zum Booklet kommen wir gleich noch. Also, wir haben hier ein Digipack. Auf der Seite lesen wir hier Enorm 10. Dann haben wir hier noch die Katalognummer von Sunny Bastards. Und auf der Rückseite die Tracklist. So, wir haben hier 12 Tracks und ein Feature mit dabei. Und zwar ein Feature von Martin Kesici. Also ein Gesangsfeature. Dann hier wieder die Logos und der Barcode. Also die CD gibt es natürlich auch so. So, dann haben wir das Innenleben. In dieser Stecktasche natürlich das Booklet, das mir ja schon rausgeflogen ist. Sieht so aus. So, wir haben hier die Lyrics zu den einzelnen Tracks, in diesem Fall pro Seite einer. So, jeder Song hier einzeln abgetippt. So sieht das aus, die goldenen Zeilen sind hier immer Refrain und die weißen entsprechend hier Strophen bzw. Bridge. So, ein Foto, hier haben wir die 5 Herrschaften. Sieht so aus wie eine Berliner U-Bahn, ja, zweifelsfrei. Weiter geht's. Jede Menge Text. Und das war's. So, Credits sind leider keine drin. Hätte ich jetzt erwartet irgendwie, aber haben hier keinen Platz gefunden. Also Bandfoto, dieses doppelseitige und ansonsten alles mit Lyrics vollgepackt. Dann die CD, die sieht so aus. Auch hier wieder in dieser Schwarz-Gold-Optik. Und dahinter in Schwarz.
So, als nächstes haben wir hier mit dabei eine DVD. Die kommt hier, was mich sehr freut, in so einer richtigen DVD-Hülle. Hat man ja oft, dass eine DVD irgendwie in so einer ganz schlichten Papphülle so, ja, einfach drin ist. Aber man hat hier es geschafft, tatsächlich eine richtige DVD-Hülle reinzupacken. Auch hier lesen wir wieder enorm 10. Dann die drei Anspielpunkte, die wir auch schon auf der Box gelesen haben. Live in Troggau, 10 Jahre Banddokumentation und die Crew. Das Ganze hier ab FSK 0 freigegeben. Okay. Und so sieht das von der Seite aus. So, dann haben wir hier die Infos. Also, live in Troggau. Kurz hier abwischen, weil es hier doch etwas verstaubt ist. So. Also, das sind die Tracks, die da live gespielt wurden. Die Titelliste. Und dann lesen wir auch hier noch aufgezeichnet am 15.01.2016 bei der Record Release Show von Unantastbar zu ihrem Album Hand aufs Herz im Musikcenter in Troggau. Ja, auch hier wieder die Labels. Dann einmal rein. Okay, hier gibt es kein Booklet. Das ist die DVD FSK 0. Und so sieht das aus. Ja, so viel dazu. Als nächstes haben wir hier mit dabei die Buttons, das sogenannte Buttonset, wie gesagt, drei Stück. Einmal hier das E von Enorm in Schwarz-Gold, dann hier der Enorm-Schriftzug mit den Flügeln und darunter die 10, also genau das, was wir vom Cover kennen. Und dann noch einmal hier mit Enorm-Schriftzug. So sieht das aus. Ja, also drei Buttons, alle drei sind kreisförmig und alle drei in so einer Schwarz-Gold-Optik, passend zum Artwork. Ein Sticker ist mit dabei. So sieht er aus. Es ist ja mehr oder weniger so ein Promo-Sticker. Und zwar lesen wir hier, es geht um die Tour, die Enorm-Tour 2016 mit dem Special Guest Taken Proleten. Die waren da mit dabei. Auch hier wieder die gesamten Logos da drauf. Und natürlich die Tour-Dates. Ja, ein Sticker, der kommt hier im Hochformat. Dann haben wir mit dabei noch eine Autogrammkarte. Hier auch wieder alle 5 abgebildet. Und es haben auch tatsächlich alle 5 unterschrieben. Also mit schwarzem Stift jeweils hier unterschrieben. Sieht so aus, als würden die sich da gerade irgendwie in einen Lift reinquetschen. Also das sieht mir verdächtig nach Lifttür aus. Auch der Boden. Und so sieht das auf der Rückseite aus. Wenn was ist, ruf an. Fanphone. Also hat man damals tatsächlich so eine Telefonnummer eingerichtet. Ein Fantelefon. Nicht schlecht. Keine Ahnung, ob die jetzt nach so vielen Jahren immer noch in Betrieb ist. Mittlerweile ja doch schon 4 Jahre. Ja, wen es interessiert, könnt ihr natürlich mal anrufen. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier diese zusammengepresste Fahne. Die dürfte echt verdammt groß sein. Und man hat das hier dann doch geschafft, die sehr, sehr klein zusammenzuquetschen. So, wir machen die mal auf. Oh ja, die ist gewaltig. So, wie zu erwarten, haben wir auch hier wieder das Artwork. Also hier die Fahne natürlich in Schwarz. Und dann der riesengroße Schriftzug hier, Enorm, mit den Flügeln auf der Seite. Der Kutsche auf der oberen Seite oder auf der, ja, über dem Schriftzug, sagen wir so, und darunter wieder die 10. Ja, sehr, sehr große Fahne. Das Ganze kommt hier im Querformat. Die Ecken sind hier nicht irgendwie noch speziell bearbeitet, also hier gibt es keine Ringe oder irgendwelche Auslassungen, um das Ganze dann festzumachen. Und wir haben es bei dieser Fahne zu tun mit einem Produkt, hier lesen wir es auch nochmal, Enorm Berlin. Und das Ganze ist 100% Polyester und made in China. Grüße gehen raus. So, dann schauen wir mal, dass wir die irgendwie wieder auf Normalgröße zusammenfalten können. Kleinen Moment. Einmal zusammenlegen. So. Gut, ja, das war's soweit. Einen Boxinhalt, den es noch geben könnte, den kann ich euch leider nicht zeigen. Und zwar gab es in allen Boxen, also bei der Auflage von 333 Stück, gab es in einer Box das goldene Ticket. Also eine Box hatte dieses goldene Ticket drin
Und wenn man dieses goldene Ticket bei sich vorgefunden hat, dann hat man damit die signierte E-Gitarre der Band gewonnen. Ich glaube, des Sängers. Ja, war bei mir leider nicht drin. Von daher kann ich es auch nicht zeigen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne. Dann haben wir die Autogrammkarte mit den 5 Unterschriften im Querformat. Den Sticker im Hochformat. Die 3 Buttons, dieses Button-Set. Die DVD in dieser DVD-Hülle. Und natürlich das Album an sich, 10 hier im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. 10 von enorm. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr enorm unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.